zum Programmschluss die Tagesschau. In Moskau beginnen heute die 22. Olympischen Sommerspiele. Das olympische Feuer traf bereits gestern in der sowjetischen Hauptstadt ein. Die olympische Flamme wird heute Nachmittag um 15 Uhr im Leninstadion entzündet. Staats- und Parteichef Brezhnev will die Spiele selbst eröffnen. Damit wird die wohl ungewöhnlichste Feier für die umstrittensten Olympischen Spiele der Neuzeit beginnen. Voraussichtlich werden nur 73 der insgesamt 80 teilnehmenden Länder mit kompletten Mannschaften in das Stadion einmarschieren. Nach Angaben des Internationalen Olympischen Komitees wollen mindestens 15 Länder mit verschiedenen Aktionen ihren Protest gegen die Besetzung Afghanistans durch Truppen des Gastgeberlandes, der Sowjetunion, deutlich machen. 59 Staaten haben die Einladung zur Olympiade zurückgewiesen, 7 weitere überhaupt nicht reagiert. An der Spitze der Boykottländer steht die Sportgroßmacht USA. Neben ihr bleiben auch westliche Länder wie Kanada, Japan und die Bundesrepublik den Spielen zum ersten Male in der olympischen Geschichte freiwillig fern. Nur rund 5.800 Sportler gehen in den Kampf um die 203 Goldmedaillen, die in 21 Disziplinen vergeben werden. Der Boykott gegen die Sowjetunion hat damit die schwächste Beteiligung an einer Olympiade seit 24 Jahren bewirkt. Die sportlichen Wettkämpfe in Moskau sollen am Sonntag beginnen. Und nun Kurzmeldungen über wichtige Ereignisse des vergangenen Tages. In Bolivien hat das Militär die Macht übernommen, den Armeeoberbefehlshaber General Mesa zum Chef einer Junta ernannt und über das ganze Land den Belagerungszustand verhängt. Die aus dem Amt gezwungene rechtmäßige Präsidentin Geiler wurde im Regierungspalast in der Hauptstadt La Paz gefangen gesetzt. Ihr bereits gewählter sozialistischer Amtsnachfolger Siles verschwand. Auf den ehemaligen, noch vom Schah eingesetzten Ministerpräsidenten des Iran, Bachtiar, hat ein Mordkommando, das sich Wächter des Islam nennt, einen Attentatsversuch unternommen. Bachtiar wurde in seiner Wohnung in Neuilly bei Paris überfallen, blieb aber unverletzt. Ein Polizist und eine Nachbarin fielen jedoch den Schüssen des Terrorkommandos zum Opfer. In der ostpolnischen Stadt Lublin nahm die Zahl der Arbeitsniederlegungen aus Protest gegen die steigenden Fleischpreise zu. Durch die Warnstreiks wurde praktisch der gesamte Nahverkehr lahmgelegt. Auch große Versorgungsunternehmen, darunter ein Elektrizitätswerk, waren betroffen. Die Bevölkerung solidarisierte sich mit den Streikenden, doch hieß es später aus Warschau, Verhandlungen zur Beilegung des Konfliktes seien bereits im Gange. Bundesaußenminister Genscher erzielte bei seinen Gesprächen mit seinem jugoslawischen Amtskollegen Virchowitz in Belgrad Übereinstimmung bei der Beurteilung der weltpolitischen Lage. Ausdrücklich hieß es, das gelte auch für die Krisenherde Afghanistan, Nahost und Iran. Der Bundesrat in Bonn billigte gegen die Stimmen der Länder Bayern und Niedersachsen das Regierungsprogramm, mit dem die Anerkennungsverfahren über Asylsuchende beschleunigt werden sollen. Die unionsregierten Länder Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz, Saarland und Baden-Württemberg stimmten dem Programm zu, obwohl es nach ihrer Ansicht noch immer nicht weit genug gehe. Das Programm soll dazu dienen, schneller zu klären, ob ein Asylsuchender tatsächlich politisch verfolgt ist und damit Anspruch auf Annahme hat oder ob er aus wirtschaftlicher Not in der Bundesrepublik bleiben möchte. Aus Frankfurt nun die Wettervorhersage für heute, Sonnabend, den 19. Juli. Im nördlichen und mittleren Deutschland wechselnd, zeitweise stärker bewölkt und örtlich Regen. Im Süden wolkig mit Aufheiterungen und kaum Niederschlag. Tiefstemperaturen um 12 Grad, Höchsttemperaturen im Norden 14 bis 18, im Süden 17 bis 22 Grad. Mäßiger, an der Küste böiger Wind aus Südwest. Und damit, meine Damen und Herren, ist das Programm des Deutschen Fernsehens beendet. Es wird 1 Uhr und 6 Minuten. Hinweise auf Sendungen von Sonnabend geben wir noch auf den nachfolgenden Schrifttafeln. Und für den Rest der Nacht wünschen wir Ihnen eine gute Nacht.